Servus und herzlich willkommen hier zu der vierten Folge von Danilo vs. Abonnente heute mit Lyreal. Hallo. Und ich probiere mich heute ein bisschen zu bessern, weil ich jetzt, ich habe letzte Woche auch schon wieder auf die Schnauze gekriegt, jetzt steht 2-1 für die Abonnente und ich habe gerade, ich kann das so ein bisschen verraten, ich habe gerade so ein paar Runden mit ihm gespielt, so zum Einspielen und da habe ich ziemlich verkackt. Ich habe eine Runde gewonnen und er so 5 oder 6, also... Es kann... Oh shit. Ja, oh, das war der Doppelhit. Oh shit, das war gut mal. 1-0, okay. Aber es ist leider noch gar nichts heiße. Also wie gesagt, vor war es am Rasieren. Und ich habe mittlerweile keine Frame Drops mehr, also keine 30 FPS oder so. Ist ja nicht ganz geil. Ja, ich sehe dich als richtig. Okay. Ich hatte gerade ganz kurze Drops, aber nicht solche lange 30 FPS Frame-Einbrüche. Oh fuck. Der war... Alter, und dann... Double-Bogen-Hit kassiert. Und dann diese Hits, das war dann wieder typisch Danilo. Mann, oh, wenn ich mit der Maus verziehe, dann... Oh, ich hasse die Map. Schlimm Map. Ja. Ich kann immer irgendwann mal eine andere Map einstellen, so eine Standard-Map, das ist nicht so... Naja, das habe ich auch immer. Ground und so. Oh. Es klopft irgendwann in meinem Zimmer. Ja gut. Einmal hab ich gesagt, dass ich noch gestört werde jetzt. Ah, shit. That was the low ground. Ja, und Grund war auch nur, dass du gewonnen hast. Ich mir ein Bowhead am Anfang gebe. Das macht viel, eigentlich oft viel aus. Das ist eigentlich so wie eine Angel im Prinzip. Ja. Oh, nee. Schon wie? Was haben wir denn jetzt? 3 drauf. Jo. Shit, 2-1. Vielleicht wird sie diesmal ein bisschen knapper wie sonst als. Ich meine, sonst kassiere ich ja immer. Oh fuck. Oh, meine Maus. Komm. Ja. Ich bin gerade so schlecht. Ich bin weinig. So geht's mir halt auch. Ich hab nicht von der Rede so schlecht wie mal letzter. Du relaxst gerade oder ich lag. Ich weiß nicht. Ja, bei mir lag ich auch gerade. So, jetzt geht's weiter. Er zieht sich doch schon schön aus. Nice. Ja. Musste gerade den TS wechseln. Und glaubst du an TS-Probleme? Also wir haben jetzt auf dem neuen TS haben wir einen 220er Ping, also Verbindungsdings, und auf dem anderen hatte mir 122 und 116, also ein leichter Unterschied, und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach weiter, 3-2-1, weiter geht's. Bo. Alter. Bo-Aim. Ja, Bo-Aim des Todes, ja. Meine Schaut besser. Alter, das war dieses Block-Hit. Jo. 3-2. Also ich hoffe, ich zähle diesmal richtig, also sorry. Ja, ich glaube auch 3-2. Letztes Mal war es ein bisschen fail, da war die Bonusrunde über die 10. Runde, also. Sehe ich noch gar eins. Junge, bei mir ist immer so, ich glaube, es liegt an 1-8, dass ich ihn immer sehe. Was hast du für eine Version? 1-8. 1-8-0? Ja. Okay, ja, das ist der Bug. Ich hab den Bug, dass die Spieler sich manchmal vor mir herbugge. Das ist das Merkwürdige. Ah. Alles klar. Das war der Blockhit. Der Blockhit bist du? Ja. Echt? Bringt das was in der Teilweise? Ja, es bringt richtig viel. Du kannst teilweise Double Hits austeilen, die eigentlich. Also, das ist wie so Ping Hits im Prinzip. Das sind. Ich weiß nicht, ob du Blockhittest. Nee, ich blocke nicht. Ne? Weil deine Hits kommen nicht mal so rüber. Steht's 4-2, gell? Ja. Okay. Ich muss die ganze Zeit nachfragen, sonst. Oh. Jedes Mal trifft man. Jedes Mal. Bo-Aim war am Start. Das war wieder Bo-Aim hier am Start heute Morgen. Gerade aus dem Bett aufgestanden, nicht Spaß. Ja, ist so. Bei mir auch vielleicht. Ja, abends bin ich immer besser im PvP. Ja, das ist bei mir auch so. Du musst einfach ein bisschen einspielen. Oh, Spamming. Alter. Oh, das wird knapp. Alter. Ich bin so schlecht, das ist so schlimm. 5-2. Also wie gesagt, hätte ich das... Sorry. Ja, das kommen wir mal mit deinem Kit. Haben wir einmal mit Angel, da ist schon euch besser wie ich. Ja, steht jetzt 5-2, 7 Runde, also kommt jetzt muss 8. Ich alle gewinnen, dass ich noch ausgleichen kann. Oh Mann. Also 2. Wenn ich ausgleiche, dann geht's hin ins... in die Verlängerung sozusagen. Ja, guckt euch das an, ne?
Da habe ich dann echt keine Chance. Ja, und ich laufe halt voll ins Wasser rein. Was gut ist, jetzt sieht der Woge nicht so viel. Ja. Ja, komm. Oh, ja. Jetzt 5-3. Okay, jetzt kommen noch zwei Runden. Ein bisschen konzentriere, ich will jetzt nicht noch den Ausgleich jetzt kassieren. Jetzt weiß ich auch, warum hier eine Angel, keine Angel drin ist. Naja, ich hab das letzte Mal so mit der Angel verkackt. Außerdem habe ich gedacht, jetzt muss aber wieder was anderes her. Und dann habe ich gedacht, Angel raus, naja, und Bogen rein. Das passt schon. Nicht so arg Bow-Spamming. X ein Bow-Aim-Board. Oh shit, oh ja, das war klar. Und der hat eigentlich schon gewonnen. 6-3. Also wir machen jetzt noch die 10. Runde am besten und dann machen wir einfach noch eine Bonusrunde. Ja, aber dann nochmal mit meinem Kit. Jo. Die andere fehlt mir. So. Und ja, an die Abonnenten von Danilo, so schlecht wie ich jetzt nur, weil jetzt meine erste 10 Kämpfe gerade. Alter. Ja. Und ja. Boah. Krass. Der war wieder ganz knapp und jetzt würde ich sagen, das war jetzt die 10. Runde. Und jetzt gibt's das Kit von Lirido. So. Weiß ich, ist es hier gut am Anfang den Goldapfel zu essen? Ich glaube nicht, oder? Nee, war die Idee. Also, der Reach, wenn du Schade kriegst und wenn du deinen Gegner einen Goldapfel vor dir hast, hast du immer einen Vorteil, weil ja, du kannst schon dann die extra Herze abziehen und dann kämpfst du noch ein bisschen ganz schwer, blendest in die Lava rein und dann hast du einen Reach und ja, genau. Das ist schon viel Vorteil, ja, hast du. Ich esse am Anfang immer den Goldapfel. Alles klar. Jetzt kannst du den Goldapfel essen? Ja, jetzt habe ich Regen. Das ist so ein harter Vorteil. Wie viele Pfeile hast du eigentlich? 2? Ja, 2 habe ich rein. Okay. Ja. Ne, 5. 5 sind drin. Ja, ich habe irgendwie keinen mehr. Habe ich so viel gerade verkackt? Ja, 9,5, what the fuck, Alter. Da seht ihr mal, er ist viel besser mit der Angel wie ich und ich bin halt zum Schwertkampf halt besser, beziehungsweise er schreibt ja schon aufgestanden, deswegen. Oh, Daniel, hi, so heiße ich auch. Oh mein Gott, ey. Also gut, würde ich hier an der Stelle sagen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch mehr Danilo was Abonnente wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da, das ist echt zeitintensiv mit dem Schneider. Und alles klar. Vielleicht wollt ihr auch mehr mit Lyreal. Ja, ich fange jetzt ja auch wieder an, dann hört ihr da auch was los mit dir aufzunehmen, das macht Spaß. Was aufnehmen hier. Ja, hört ihr auch noch drauf. Gott. Machen wir das, wenn ihr das wollt? Beziehungsweise machen es einfach. So. Soll ich sagen, dass wir machen mit einfach. Ist egal, was ihr macht. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Au.